Hallo und WB und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Mod Mania. Noch immer alleine, weil es ist direkt nach der anderen Aufgabe entstanden. Ich habe hier noch 28 Pflastersteine, ist das normal? Ich glaube ja. Jedenfalls ist es direkt nach der einen Aufnahme entstanden. Wir haben jetzt auch wieder normale, wie soll ich das sagen? Eichenholzbretter? Nein. Wir haben wieder normale Anzeige von diesem Kack. Bin ich auch froh drüber. Ich hoffe, das bleibt auch eine Weile so. Wir sind zwar immer noch auf Englisch, aber das soll uns nicht weiter stören, solange ich nicht mein Dingens verliere. Wenn ich mein Dingens verliere, also meinen Text, dann raste ich schon ein bisschen aus. Weil ich finde das irgendwie scheiße. Einmal so. Jetzt haben wir nämlich hier so. Habe ich nicht hier hinten irgendwo so eine Dingens gebaut? Genau. Einmal, zweimal, dreimal. Was ist das? Eine Falltür. Falltür wollte ich nicht. Ich wollte... Was wollte ich denn? Ich weiß gerade gar nicht, was ich wollte. Ah, wahrscheinlich das hier. 8 Stück davon, damit ich so machen kann. 2 Zäune reichen nämlich schon. Und dann so. Und so, so. Und so. 2 Druckplatten. Dann habe ich hier einmal so und einmal so. Ich habe schon wieder so einen Haufen Müll mit. Das ist unglaublich. Kann ich das nämlich wegnehmen? Einmal so. Und so, so. Dann mache ich hier noch so. Ja, es passt. Dann kann man hier so Jesusbilder hinhängen, die sich dann auch jedes Mal ändern. Wie abgefuckt. Habe ich noch zufällig bei mir in der Wohnung Holztreppen rumliegen? Gucken wir doch direkt mal nach. Vielleicht sollte ich auch mal hier Treppen hinbauen. Einfach nur, damit da auch Treppen sind. Die Leute springen nicht gerne, habe ich das Gefühl, in meinem Umfeld. 61 Holztreppen, bin ich froh, dass ich nichts geopfert habe. Liegt auch daran, dass das vorher mal Dachziegel war, ne? Also... Hey Friend, hallo Leute, hallo, immer nach der Reihenfolge, ihr seid die Besten hier. Ja klar, sind sie das. Einmal so, ich finde auch gut, wie sich das anpasst. Und so. Und auch hier. Na, können wir auch hier machen. Passt schon. Das ist halt eine kleine Kirche. Eine ziemlich kleine Kirche. Also eine richtig kleine Kirche. Einmal so. Einmal so. Ah. Nur weil ich hochgegangen bin. Ja, ich baue das gerade mit einer Spitzhacke ab. Habt ihr ein Problem damit? Ich, ja. Einmal, einmal. Zumindest ist die Einrichtung der Kirche... nicht so schlecht. Alter, ist die klein. Also, so eine kleine Kirche habe ich noch nie gesehen. Hier sind noch so die Bob-Sitze. Da dürfen sich dann die hinsetzen, die so special sind, VIP-Gäste on the shit. Hier sitzen dann so die Messdiener. Dürfen die überhaupt sitzen? Bestimmt. Ja, ist doch ganz okay bis jetzt. So eine Kirche. Ja, vielleicht machen wir hier oben noch so einen VIP-Sitz. So eine Treppe, weißt du, können sie sich dann so hoch tun und dann können die so oben sitzen, so like a boss. Ist ja nicht so, als würden diese Menschen hier in diesem Dorf überhaupt dazu neigen, in die Kirche zu gehen. Also ist es nicht so, meine ich. Einmal zwei Türen. Eine Tür, zweite Tür. Ich nehme auch schon wieder gar kein Holz mehr. Machen wir nämlich... Ja, hier nützt mir es auch nichts. Einmal so. Und einmal so. Perfekt. Ja. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir uns Steine besorgen. Weil ich brauche noch ein paar. Die ich bis jetzt habe, sind ein bisschen wenig. Indem ich wieder alles ablege. La 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 dum da da dum. Geh mal weg hier, geh mal weg hier, haha.
Ja. Was wollte ich machen? Was wollte ich machen? Ich wollte Sachen ablegen. Es kommt am besten erstmal alles hier rein. Ja, ich weiß, das gehört da nicht alles rein. Aber nur für den Ablageknopf gerade. Die kann ich noch gebrauchen wahrscheinlich. Die auch. Eichenholztreppen kann ich nicht gebrauchen. Das kann ich auch nicht gebrauchen. Das ist dann die Kiste, wo ich dann hingehe, um... Es wird schon wieder Nacht. Also ich raste majorly aus, wie schnell das in letzter Zeit geht. Nehme ich noch zwei Brot auf meine Reise mit. Diese ganzen Dinger hier. Und das Eisen... Ja, Teile vom Eisen. Nicht so viel. 13 Stück reichen. Hier draus mache ich mir jetzt eine Rüstung. Weil ich glaube, das ging ja. Ja, siehst du? Einmal Helm. Hosen waren so. Und was fehlt mir noch? Schuhe. So. Also bin ich voll ausgerüstet. Ich habe momentan sowieso keine Ausrüstung. Von daher, wie scheiße ich aussehe. Vielleicht sollte ich das in dem Texturenpack ändern, damit das dann irgendwie so ein richtig geiles Cape ist. Weil zumindest kann ich das. 3 Stück behalten wir mal. Ne, 4 Stück behalten wir mal. Im Fall, dass ich noch was anderes... Stöcke nehmen wir mit. Und dann hätte ich aber auch gern auch noch Holz. Ja, Holz nehmen wir auch mit. Das Schwert reicht noch. Die Kartoffeln nehmen wir mit. Falls wir sterben, damit es dann noch brutaler ist, wieder alles zu verlieren. Weil das kennen wir ja. Wir lieben es, alles zu verlieren. Erstmal schlafen gehen. Ja, mit Stefanie kann ich immer noch kein Kind machen irgendwie. Hallo, warte mal, Stefanie. Alter, es ist gerade Tag geworden und die rennt schon wieder raus. Stefanie, lass mal zeugen. Dann kommt Scouty und sagt, hi, Friend. Friend im Arsch. So. In welche Richtung gehen wir? Habe ich meinen Kompass mit? Ja, habe ich. Ja, hier zeigt mir, glaube ich, hier, dass der Spawn ist oder so. Folgen wir mal das Ding. Folgen wir mal dem Ding zum Spawn. Weil scheinbar ist der Spawn woanders, als wo ich denke. Sobald das Ding... Ah. Hier ist der Spawn. Ja, das ist doch ganz okay. Das heißt, unsere Reise wird uns nach da führen. Erstmal Schwert nehmen. Wir gehen jetzt in eine tiefe Höhle. Und werden dort viele Abenteuer erleben. Hoffe ich. Ich könnte den ganzen Wald hier abholzen. Und dann sagen, what the fuck, ist geschehen. Hallo, dicker Typ. Welches Level bist du eigentlich? 34, gegen dich habe ich keine Chance. Hallo, Elektroballe. Ich wollte mir eigentlich Pokebälle machen, ne? Kann das sein? Wir lassen uns erstmal nach neuen Aprikokos suchen. Ach ja, habe ich sogar noch Fackeln hinterlassen. Ah, da habe ich die Dingens abgebrannt. Das ist gut. Und du bist welches Level? Nein, du bist verbuggt. Und jetzt ist alles verbuggt. Du bist dran schuld. Du bist dran schuld. Du stirbst. Nur weil ich dich gesehen habe, ist jetzt das ganze Spiel verbuggt. Hat er verdient. Geht jetzt wieder? Nein. So ein Scheiß. Jetzt haben wir ein Bug-Game. Was geht denn hier ab? Oder liegt das an diesen Steinen? Was ist das? Ach, das sind die. Ach, und hier sind überall Grabsteine. Erstmal die Grabsteine abbauen. Die sind nämlich dran schuld. Ich weiß, dass Grabsteine dran schuld sind. Jetzt habe ich den Typen umsonst getötet. Alter. Weil diese Grabsteine sind irgendwie richtig kaputt. Und funktionieren nicht richtig. Hauptsache, hier sind haufenweise Leute gestorben, scheinbar. Alter! Erstmal alles wegreißen. Das ist ja mal richtig Abfuck. Ja. Wir sind Grabschänder. Grabschänder der Extreme. Ach so!
Man kann immer nur einen Grabstein mit sich tragen. Einmal. Ja, die spawnen ja sowieso irgendwann. Und so. Wie scheiße, dass man die nicht stacken kann. Okay, ich kann es verstehen. Weil Grabsteine stacken wäre schon ein bisschen komisch. Einmal so. Wäre ich doch bloß nicht in diese Richtung hier gegangen. 1, 2, 3. Hier spackt auch ein bisschen das Texturenpack wieder rum. Ich möchte diese ganzen Grabsteine hier weg haben. Dann kann auch nichts mehr dieser Bug auftreten. Dass ich echt mal irgendwie loswerden, diesen Scheiß. Alter, hier sind überall diese Grabsteine. Frag mich, was da vorher stand. Blumen können es schon beinahe gar nicht gewesen sein. Was ist das denn? Was ist das? Was, Grill? The fuck? Okay, unsere Welt ist ziemlich verbuggt momentan. Aber das liegt nur an der Welt, die mitgekommen ist. Die Welt, die sich neu generiert hat da drumherum, die ist normal. Ja, aber immerhin kann man sagen, wir haben ganz schön viele Grabsteine. Wir haben ganz schön viele Leute auf dem Gewissen. Ich hasse, dass dieser Grabstein so verbuggt ist, ne? Dass sie den noch nicht mal fixen können oder so. Toller Abfuck. Was ist das? Noch ein Grill oder was? Erstmal hier diese Dinger abbauen. Ne, die Grille lasse ich natürlich auch hier ein, nehme ich mit, weil... Hallo, ist ein Grill. Sparen wir uns den Grill selber zu machen. Können wir mit unserer Familie grillen. Familie wohl angemerkt aus meiner Frau bestehen. Den abreißen. Was ist das hier? Kohle? Ja, ist Kohle. Ist abgerissen. Wo denn? Ach so, ich verhungere. Erstmal essen. So, jetzt habe ich eigentlich so gut wie alle Grabsteine abgerissen. Ich da habe mich schon gewundert, wieso das Ding so rumspackt mit den Grabsteinen. Weil ich kannte diesen Bug, dass alles kaputt geht, wenn man Grabsteine... Kann ich die auch so abreißen? Ja, kann ich. Sonst irgendwo noch ein Grabstein, der irgendwo rumsteht? Hier muss noch irgendwo Grabsteine rumstehen. Das wäre zu einfach. So, das ist kein Grabstein. Ja, da muss ich mal offscreen mich hier umgucken und alles mögliche an Zeug abreißen, was nicht hier hingehört. Weil onscreen will ich euch das nicht an. Hier sind auch schon wieder Grabsteine. Alter. Bambus. Bambusgrabstein. Da oben stehen noch mehr. Ich krieg die wahrscheinlich gar nicht alle weg. Muss ich wahrscheinlich dieses scheiß Grabstein-Ding rausnehmen, dann findet er die ID nicht mehr. Und löscht die. Hoffentlich. So sei es geplant. Und dadurch, dass so viele Grabsteine hier sind, leckt das auch. Alter! Sei nochmal mehr. Ja, klar. Die krieg ich ja niemals alle weg. Ja, mein Inventar ist auch schon wieder voll mit Grabsteinen, gehe ich von aus. Also muss ich auf jeden Fall was gegen machen. Geht so nicht weiter, wir sind die Grabschänder hoch 10. Wir schänden hier Gräber! What the fuck? Alter, was war das vorher? Ich will wissen, was das vorher war. Was soll denn hier in so großen Mengen rumgelegen? Oh nein, ich weiß, was das war. Diese Hurensöhne. Könnt ihr euch daran erinnern, an diese schönen Tanral, diese komischen Zinnoberohrs, die überall gespawnt sind? Ja, genau. Unsere schönen Zinnoberohrs, diese roten Dinger, wo man anfangs dachte, geil, voll das geile Ohr. Plötzlich waren sie überall. Ja. Da hat sich das Spiel wohl gedacht, ja, wenn das Zinnoberohr nicht überall sein soll, nehmen wir doch das Grabstein, was überall rumschwebt. Sehr schön. Einsame Spitze. Ich bin begeistert von dieser Entscheidung. Alter, hoffentlich die spawnen die bald alle. Abgefuckt. Sonst muss ich nämlich, wenn es hart auf hart kommt, lösche ich einfach noch hier den Shit.
Und hier geht's nämlich noch weiter mit diesem ganzen ekelhaften Grabschänderzeug. Eindeutig. In so großen Mengen gibt es nur eine Sache, die vorhanden sein kann. Diese scheiß Zinnober-Dinger. Und ab hier dürfte das jetzt nicht mehr auftreten, weil ich denke, das ist die Chunk-Grenze. Man merkt ja auch, dass das die Chunk-Grenze ist, weil ich überhaupt nichts sehe. Doing, 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 doing. Hier sind Goldinis. Wisst ihr was, wir gehen hier nicht lang. Das ist mir schon wieder viel zu grabsteinig. Da hinten geht es nämlich schon wieder weiter mit den Grabsteinen. So richtig grabsteinige Musik. Ich bin der Grabräuber. Ich raube Gräber. Nur damit wir nicht mehr weiter verbuggt sind. Alter. Wie soll ich denn diese ganzen scheiß Gräber wegbekommen? Wie ein größter Abfuck-EU-Mann. Aber so richtig Abfuck. Krieg ich niemals alle weg. Muss einfach dafür sorgen, dass die Grabsteine eine andere ID bekommen. Ja. Ich sorge dafür, dass die Grabsteine eine andere ID bekommen. Das ist meine Lösung. Und zwar wird dann die ID, die jetzt da ist, leer. Und wenn die ID leer ist, brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, dass wir weiterhin diese Grabsteine hier haben. Ich folge jetzt meinem Kompass. Das nehme ich schon wieder. Ach du Scheiße. Ne, da kann man auch nichts gegen machen. Und diese Orts möchte ich auch nicht mehr. Aber diese Orts kann ich nicht leer machen. Doch, kann ich eigentlich auch. Ich suche diese Orts, mach die auch weg. Weil das ist ja auch nicht mehr schön. Dass unsere Welt so verbuggt ist. Verbuggte Welten sind nicht so das Ultimative vom Ei. Wie ich da meine Treppe sehen konnte, die nach unten geht und ins Nichts führt, weil da überhaupt nichts ist. Gut, dass es gerade Nacht wird. Komme ich gerade rechtzeitig hin, um mich hinzulegen. Wir machen uns ein Boot und schwimmen. Das ist doch eine gute Idee. Wir gehen einfach auf Erkundungstour, indem wir Richtung Meer schwimmen mit einem Boot. Und dann, wo wenn wir irgendwo anders angekommen sind, gucken wir, ob wir da eine schöne Höhle finden. Ne? Erstmal zeugen. Klappt sowieso nicht. Weiß nicht wieso, aber Minecraft Comes Alive ist verbuggt. Also überwiegend verbuggt mit dem Dingens, ne? Einen Moment. Ja, also in letzter Zeit schneide ich ziemlich... Hallo? Ich habe mich doch gar nicht neu eingeloggt. Wenn ich aus dem Chunk rausgehe, ändern sich die Bilder wahrscheinlich schon. Ihr habt gefragt. Naja, ihr wisst ja, was gemeint ist. Lass ich das jetzt. Ja, ich kriege die jetzt weg, diese Grabsteine. Ich möchte die auch nicht in meinem Scheiß haben. Werft die ins Wasser. Ja, vielleicht könnt ihr hier sehen, der Strand hat sich auch ein bisschen verändert. Ich habe den Strand normal gemacht. Weil der hat mich auch schon ein bisschen abgefuckt. Einmal weg, einmal weg. Ja, ich habe gerade ein Ding ins Weggeworfen. So, 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 so. Also bis jetzt haben wir noch nichts erreicht. Wir sind schon 18 Minuten ungefähr drin, ne? Haben schon wieder gar nichts erreicht. Diese zwei Feuerstellen werfe ich auch weg. Den Grill behalte ich. Also ein Grill ist nichts Schlechtes. Kann man sich schön hinsetzen und ein bisschen grillen. Und zwar tue ich den als Stadtgrill arrangieren. Jeder darf grillen. Na, der kommt dahin. Da war ja vorher diese sowas anderes und jetzt hat der Typ hier einen Grill halt. Ist halt der beste Griller, den ich kenne. So. Jetzt bauen wir uns ein Boot. Boot, Boot, Boot. Einmal so. Wunderbar. Nun setzen wir uns in das Boot rein. Und auf geht's. Das heißt, nächste Folge werden wir wahrscheinlich immer noch alleine sein.
Ich hoffe, dass ich schnell auf Land treffe. Und los geht's. Schön hier. Hier sind überall Fische und so ein Shit. Ja, wir bleiben erstmal an der Küste. Weil ich will ja nur gucken, ob ich irgendwo was finde. Wir haben auch eigentlich Ocean Adventures drin, ne? Eigentlich betone ich, weil ich habe davon noch nichts gemerkt. Und das macht mich dann irgendwie... Das hier nervt mich auch, ne? Diese Schneelandschaft. Überall. Ja, aber scheinbar dauert es auch, bis wir irgendwo wann mal wieder Land treffen. Ich hätte schon gerne eine andere Insel in der Nähe gehabt. Ja, aber ich surfe gerne. Geht auch recht schnell. Ist eine schnelle Reiseart, muss ich sagen. Wie ich da nicht eher früher drauf gekommen bin. Da ist ein riesengroßer blauer Baum. Echt nice, dass da einer in der Nähe ist. Ja. Und somit wäre unsere schnelle Reiseart auch für den Arsch. Egal, gucken wir mal hier. Ist neu generiert, weil man hier keine verbackten Bäume hat. Das heißt, wir haben hier auch nichts zu erwarten, dass unsere Grabsteine wieder im Weg kommen. Aber hier ist alles gefroren. Ich hasse es, dass hier alles gefroren ist. Ich mag Schneebiome nicht. Ganz ehrlich, ich mag Schneebiome nicht. Und den größten Teil, den ich hier habe, ist Schneebiome, obwohl ich Tropico-Dingens drin habe. Tropen gibt keinen Schnee. Oder zumindest sehe ich sowas selten. Ist unser Pokémon eigentlich gerade geheilt? Können wir mal wieder einen Kampf uns hinliefern? Dann halt nicht. Hallo? Kommst du jetzt mal her? Ja, bam, genau getroffen. So, jetzt erstmal ein richtiger Quick Attack. Ja, so läuft das. Gut gemacht, Evolien. Jetzt kommst du zurück. Muss nicht weglaufen. Oh, dieser Part ist so produktiv wie... Ich weiß nicht. Produktiv wie meine Mutter. Okay, das war ein bisschen beleidigend. Meiner Mutter gegenüber. Aber... Nee. Ja, also... Momentan ist das nicht wirklich... gewinnbringend, was ich hier mache. Vor allem, weil hier alles voller Schnee ist. Wie abgefuckt. Nee. Sag an. Irgendwas Interessantes hier? Eher nicht. Sieht einfach aus wie so eine 08-15-18 Schlucht. 08-15-18 Schlucht. Weißt du Bescheid? Das ist die neue Schlucht. Das ist die... verbesserte Schlucht 08-18-15. Dann würde ich aber mal sagen, ist der Part für heute auch bald beendet. Dieser Berg da ist doch schön. Zumindest, was haben wir überhaupt für einen Baum? Frage ich mich dann die ganze Zeit. Also nein, das habe ich mich nicht gefragt, aber ist das Eiche? Ja, scheinbar. Nur die Blätter sehen so anders aus. So hell. Okay, von den Blättern muss ich ja nicht sprechen, ne? Also... die sind jetzt nichts so Besonderes. Hui, durch das Wasser planschen. Und hier und hoch und da. Ich möchte unbedingt langsam mal was erreichen. Aber das wird scheinbar gerade nicht. Aber keine Sorge. Es gibt wieder Momente, da werden wir was erreichen. Und zwar zumindest mal etwas. Guck mal, hier haben wir doch schon mal... Nein, das lohnt sich nicht. Also ich wollte gerade sagen, hier können wir den ganzen Berg abbauen, aber dann wiederum nein. Einfach nein. Das ist so, nee, 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 das machen wir gar nicht erst. Es dauert uns auch viel zu lange. Komm, gehen wir mal in diese Höhle hier rein. Damit wir jetzt noch in dem Part eine Höhle begutachtet haben. Oh. Wie ich gerade gesehen habe, war das jetzt nicht so die gute Idee. Weil da am Ende dieses Ganges Haufen Viecher waren.
Ja, und zwar nicht weniger. Egal. Action Part! Way! Wir sind Grabräuber, wir kennen keine Gnade. Und du auch. Denkst du, du kannst uns besiegen, ne? Wir haben schon mit viel schlimmeren Leuten... Wir haben schon viel schlimmeren Leuten eins auf die Nase gegeben. Kohle brauche ich nicht. Weil Kohle ist überbewertet. Ja, dann haben wir doch noch was gefunden. Scheint ist das da auch gleich zu Ende. Hier können wir uns auch außen rum bauen. Ja, ich meine, so eine kleine Höhle am Abend vertreibt Kummer und Sorgen, ne? Beziehungsweise am Morgen und Sorgen. Was ich auch schon lange nicht mehr gesehen habe, mein Lieblingsmaterial. Oh, was ist das? Das ist neu. Alles Neue muss her, alles Neue muss her. Einmal so außen rum gebuddelt. Ja, und dann sehen wir hier wahrscheinlich, dass hier die Höhle schon zu Ende ist. Alter, ich muss die Lava mal irgendwie ausschalten. Wo kommt die denn her? So. Sieht doch total stahlmäßig aus. So, dann hat man nämlich hier nicht mehr diesen ekligen Lavafluss. Vielleicht sollte ich dann auch mal hier Fackeln anbringen. Nur um nicht dafür zu sorgen, dass hier Monster spawnen, während ich hier so rumgammel. Ja, jedenfalls sind wir gerade richtig herbe am Mischen-Maschen. Und das ist richtig michig-maschig gut. Und ich möchte gerne da durch. Und da ich ein Professioneller bin... Also nein, ach du Scheiße, Professioneller. Wieso sage ich sowas? Da ich ziemlich gut bin in Sachen wie diesen hier, mache ich nur Scheiße. Ne? Die Dinger brennen gleich. Das könnt ihr euch sowieso sicher sein. Ja, dann hat sich doch ein bisschen gelohnt, weil ich dieses, was da am Ende dieses Ganges ist, nicht kenne. Und spätestens, wenn dieses Holz da wieder anfängt zu brennen, habe ich ein Problem. Was ist das? Hoffentlich cool. Am Ende ist das nur Eisen. Das wäre total der Reinfall. Das wird nur Eisen sein. Warum ich das euch so genau sagen kann? Es hat sich an das Texturenpack angepasst und ich habe keine sonst für kein anderes Ding ins Texturenpack. Und schnell hier raus. Ja, und das war's dann auch schon in dieser Höhle. Außer dass ich hier noch mehr Eisen habe. Wahrscheinlich Eisen. Ich gucke jetzt nicht nach, was das ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass das einfach nur Eisen ist. Einfach nur Eisen. Ja, dann würde ich sagen, war's das hier wieder für den Part. Da hatten wir auch gerade ein Part-Lag. Oder ein Jet-Lag. Wie man es nennen mag. Das nehme ich noch mit. Ja, wunderbar. Also ich habe gerade ein bisschen Glück. Auch wenn es nur eine Ohr war. Was auch immer das für eine Ohr war, aber wir hatten Glück. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann wieder beim nächsten Mal. Ja, das war jetzt eine lange Pause. Ich mache das jetzt gerade einfach so und tue so, als würdet ihr nichts merken, damit ich ein bisschen Stein abbauen kann für unsere Dingens. Seht ihr? Lohnt sich sogar. Weil hier in der Nähe muss einfach noch viel mehr sein. Kann ja nicht sein, dass hier einfach nichts ist. Und fürs nächste Mal hoffe ich, dass ich die ganzen Dinger wegbekomme. Und erstmal wieder was mobben. Nom. 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 Nom, nom, schneller, nom, schneller! Wir wissen nicht, wohin das führt! Oh nein! Bis dahin, Leute! Bis zum nächsten Mal! Das ist die behindertste Abmoderation, die ich je gemacht habe! Da folgt noch behindertere!